Flamor Schale, Fokusstrategie, Dienstag, 1. Februar 2022. Drittens, das Auswirkungsprinzip in der bundesgerichtlichen Praxis. Punkt 1. Das Bundesgericht hat sich im Entscheid Hachette SA, also Hachette, wahrscheinlich das Unternehmen, SA, das ist Société Anonyme, 1967 in Klammer BGE 93 292 FF, Bundesgerichtsentscheid. Und das war vielleicht auch interessant, denn in Zukunft, wenn ich jetzt mal die gestarteten Playlists wenn ich jetzt mal mit der Playlist fertig werde, dass ich einzelne ausgewählte, wobei ausgewählt nach welchen Kriterien wählt man da aus. Und da gibt es BGE und EGMR entscheiden. Index. Und zwar gibt es da pro Jahr mehrere Entscheide. Das wäre natürlich auch sehr interessant, dass man zum Beispiel sagt, ich will alle Entscheide vom Bundesgericht von 2021 anschauen. Da gibt es 5 Stück. Und die Frage ist, ah nein, das sind Band. Klar, die sind schon viel zu. Jetzt habe ich laut gedacht, das dürfte ich eigentlich nicht sagen. So. Also das sagt man so nicht. Und egal, ob das positiv oder negativ wertend ist. Aber vielleicht wäre es mal interessant, ein paar auszuwählen oder ich schaue, ob es so was vielleicht so die 10 oder 20, wenn man das so einteilen kann oder darf oder das so einteilt wird. Dass man sagt, ja, die 10 Fälle sind interessant, um einfach ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie so ein Urteil aussieht. Das ist sicher eine sehr interessante Arbeitstätigkeit und auch sehr herausfordernd. Und dann ist es auch spannend, Einblick zu haben, und zwar, oder dass ich mir jetzt sage, dass ich jetzt ab 2022 jeden Fall würde einlesen. Ich habe jetzt anscheinend 2022 noch keinen Fall oder keinen veröffentlichten Fall gehabt. Jetzt habe ich noch nicht 1 bis 5, wie viele Fälle sind das? Mit den Bändern, 33, das wären 150 Fälle im Jahr. Nein, das ist. Doch, das ist schon richtig. 5x 30 Stück, etwa 150 Fälle im Jahr. Ja. Das wäre vielleicht viel. Also das, wenn man so etwas kann man zum Beispiel machen, wenn man es. Wenn man einen Anwalt, wenn man zum Beispiel eine Kanzlei hat, dass man sich sagt, ja, ich tue die. Jedes Urteil kurz einlesen, so als Marketing, damit man dann besser gefunden wird online. Wenn man sich das kann natürlich interessant sein, so als Profilierung. Aber das wird mir das. Ich denke nicht, dass es bei mir jetzt Sinn macht, in meinem Fall. Also zurück zum Punkt. 3.1. Der Titel lautet das Auswirkungsprinzip in der bundesgerichtlichen Praxis. Das Bundesgericht hat sich im Entscheid Hachette SA 1967 BGE 93 292 FF
zur Zulässigkeit extraterritorialer Wirkungen des schweizerischen Kartellrechts bekannt, ohne sich mit der damit verbundenen völkerrechtlichen Problematik vertiefter auseinanderzusetzen. Also interessante Gerichtsfälle, interessante Fälle des Bundesgerichts. Das kommt. Interessante BGE. Also Bundesgerichtsentscheide. Unter denen wird auch das. Das hier sie, Hachette S.A. Wenn sich das. Das soll ich machen. Zur Zulässigkeit exterritorialer Wirkungen des schweizerischen Kartellrechts bekannt, ohne sich mit der damit verbundenen völkerrechtlichen Problematik vertiefter auseinanderzusetzen. Zur Diskussion stand ein Kartell, an dem neben der Firma Hachette und einer weiteren französischen Gesellschaft zwei Schweizer Unternehmen beteiligt waren. Die beiden Pariser Firmen, die das Alleinvertriebsrecht für französische Zeitschriften in der Schweiz besaßen, weigerten sich, an andere schweizerische Zeitschriftenhändler als die Kartellmitglieder zu liefern. Das Bundesgericht führt in seinem Entscheid unter anderem aus E.3, also Entscheid 3, «Bien que la loi du 20 décembre 1962 ne contienne aucune disposition explicite sur sa portée en matière internationale, elle s'applique également en travers à la concurrence commise à l'étranger » et qui sortissent leur effet en Suisse. L'exégèse de l'article 7 et de l'article 7 alinéa 2 L-Carte commande déjà cette solution. Name oder ist das ein Abschnitt L-Carte. En effet, la littera A épuise les cas où le siège du cartel ou, à ce défaut, le domicile des membres du cartel est en Suisse. La littéra B vise dans les cas où les défendeurs sont domiciles à l'étranger. En restreindre la portée au seul entrave à la concurrence décidée en Suisse reviendrait à lui refuser presque tout effet pratique. Il ne s'appliquerait plus alors qu'au cartel dont aucun des membres n'aurait de domicile en Suisse et qui conclut dans ce pays ses accords tendant à entraver la concurrence. Il leur suffirait donc pour se soustraire entièrement à la juridiction suisse de prendre leur engagement à l'étranger. Tel ne saurait être le sens de la loi. L'article 7, alinéa 2, littéra B, permet au contraire d'assigner en Suisse des organisations étrangères dont les accords de cartel produisent en Suisse des résultats illicites selon l'article 4 L-Carte, quel que soit le lieu où ces accords ont été conclus. Cela est conforme à son but qui est de protéger de la libre concurrence. Jugé conforme à l'intérêt général. Cette disposition doit dès lors réprimer les entraves à la concurrence d'où qu'elles viennent, dès qu'elles sont en effet un effet direct sur le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire suisse. So. Da geht's weiter mit dem zweiten Punkt, also 3.2. Dann haben wir wieder einen weiteren Bundesgerichtsentscheid, und zwar: Diese Rechtsprechung ist jüngst im Zusammenhang mit einem teilweisen Unternehmenszusammenschluss zwei Abteilungen der französischen Ron Poulenc SA und der amerikanischen Merck & Co. Inc.
wurden zum gemeinsamen Unternehmen Merial fusioniert, bestätigt worden. Eine Fusion. Unternehmen Merial fusioniert, bestätigt worden. Klammer BGE, also Bundesgerichtsentscheid 127.3.219 FF, Klammer zu. Die beiden Firmen, welche in der Schweiz über keine Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen verfügten, hatten geltend gemacht, das Kartellgesetz finde keine Anwendung, da die umstrittene Fusion keine qualifizierten Auswirkungen, insbesondere struktureller Natur, auf den schweizerischen Markt habe. Die Operation Merial wirkte sich hier lediglich auf den Verkauf nicht konkurrierender Produkte aus und falle deshalb nicht in die Geltungsbereich des Kartellgesetzes und unter die von diesem statuierte Anzeigepflicht. Ja, Kartellgesetz ist sicher auch interessant. Das Kartellgesetz. Jetzt wird das da gerade mehrfach erwähnt. Des Kartellgesetzes und unter die von diesem statuierten Anzeigepflicht, statuierte Anzeigepflicht, Klammer, Artikel 9 Absatz 1 KG, Kartellgesetz, Klammer zu. Artikel 2 Absatz 2 des Kartellgesetzes, der den Geltungsbereich auf Sachverhalte erstrecke, die sich in der Schweiz auswirkten, auch wenn sie im Ausland veranlasst würden, setze eine qualifizierte Beziehung zum schweizerischen Markt voraus, die im vorliegenden Fall fehle. Das Bundesgericht sah dies anders und hielt fest: L'ancien droit se fondait déjà sur le principe dit des effets et admettait ainsi l'application du droit suisse lorsqu'une restriction de concurrence produisait des effets sur le marché suisse. In Klammer, ATF 93. 292, considéré 3, page 196. Avec l'article 2, alinéa 2, L4, loi du cartel, hein? Das ist ein KG übersetzt auf Französisch, loi du cartel, hein? Vorher haben wir das schon gehabt, L4. Le principe des effets, in Klammer Auswirkungsprinzip, Klammer zu, largement reconnu sur le plan international et donc maintenant inscrit dans la loi. Il ne s'agit cependant que des effets sur le marché suisse prévisibles d'emblée, afin de préserver à l'autorité compétente la possibilité de procéder ensuite à un examen plus approfondi. L'article 2, alinéa 2, loi du cartel, est donc une règle de conflit qui fixe les conditions d'application de la loi suisse sur les cartels et oblige la Commission de la concurrence à exercer un contrôle préventif. En examinant l'influence de la concentration sur le marché suisse déjà au stade de la notification de l'opération en cause, selon l'article 9, alinéa 1, loi de cartel. Il s'ensuit que l'obligation d'annoncer les opérations de concentration selon le droit suisse peut déjà résulter des effets potentiels que les dites opérations sont susceptibles de produire sur le marché suisse, même si les entreprises concernées ne sont pas physiquement présentées en Suisse. Das Gericht ließ die im zitierten Abschnitt geforderten potenziellen Auswirkungen auf den schweizerischen Markt jedoch für sich allein nicht genügen, sondern sah in den in der Schweiz erzielten Umsatzgrenzwerten nach Artikel 9 KG eine Konkretisierung des in Artikel 2 Absatz 2 KG, also Kartellgesetz,
verankerten Auswirkungsprinzips. Nur Gesellschaften, die diese Werte erreichten, würden vom schweizerischen Recht erfasst und müssten geplante Zusammenschlüsse melden, auch wenn sie ihren Sitz im Ausland hätten. Bloß in diesen Fällen bestehe eine rechtsrelevante Spürbarkeit auf dem schweizerischen Markt bzw. eine hinreichende potenzielle Auswirkung auf diese. Die Tatsache, dass eine Sanktion für die Missachtung der Meldepflicht bzw. für einen Vollzug des Zusammenschlusses während des Prüfungsverfahrens mangels einer physischen Präsenz in der Schweiz nur schwer durchgesetzt werden könne, stelle das Auswirkungsprinzip nicht in Frage. Das Problem sei über internationale Abkommen zu lösen. Ja, es geht also um das Auswirkungsprinzip. Nicht in Frage. Das Problem sei, über internationale Abkommen zu lösen. Klammer. Bundesgerichtsentscheid BGE 127.319 E4CS Seite 227. Das Bundesgericht hat das Auswirkungsprinzip auch im interkantonalen Verhältnis anerkannt. In BGE, Bundesgerichtsentscheid 118 LA 137 FF oder 1A 137 FF, ging es um die einem Jäger durch die Bündner Behörden auferlegte Buße, welcher in Missachtung des bündnerischen Jagdpolizeirechts zur Jagd im Kanton Graubünden auf St. Gallischem Gebiet ein Motorfahrzeug verwendet hatte. Der Gebüßte rügte eine Verletzung des Territorialitätsprinzips kantonaler Polizeivorschriften. Das Bundesgericht knüpfte zur Begründung der Zulässigkeit der Sanktion für den auf außerkantonalem Gebiet erfolgten, nach bündnerischem Recht unzulässigen Einsatz des Motorfahrzeugs. Nach der Feststellung, dass weder das Territorialitäts- noch das Ubiquitätsprinzip einen hinreichenden Anknüpfungsgrund für eine entsprechende Strafnorm zu bieten vermöchten. Ubiquitätsprinzip, da steht als Zusatzinformation, es gibt auch andere Zusatzinformationen, ich lese nicht alle vor, aber hier gerade, weil ich selber jetzt auch gerade noch gesucht habe. Danach gilt eine Straftat als da verübt, wo der Täter sie ausführt und da, wo der Erfolg eingetreten ist. Wie das genau definiert wird, Erfolg, das weiß ich nicht, aber Strafgesetzbuch, dort findet man die Sache. Weil es sich beim inkriminierten Verhalten nicht um ein Erfolgsdelikt im technischen Sinne handelte, ergab sich aus dem Ubiquitätsprinzip kein unmittelbarer Anknüpfungspunkt für die Bündner Strafrechtshoheit. Und das ist eine Zusammenfassung von dem Fall anscheinend. Also nein, das Bundesgericht knüpfte zur Begründung der Zulässigkeit der Sanktion für den auf außerkantonalem Gebiet erfolgten, nach bündnerischem Recht unzulässigen Einsatz des Motorfahrzeugs nach der Feststellung, dass weder das Territorialitäts- noch das Ubiquitätsprinzip einen hinreichenden Anknüpfungsgrund für eine entsprechende Strafnorm zu bieten vermöchten. An das Auswirkungsprinzip an und sah den Anknüpfungsgrund in den schützenswerten Interessen der bündnerischen Wildhege sowie des allgemeinen Tier- und Umweltschutzes im Kanton Graubünden, die es durch eine unbeschränkte Zufahrt zu den Bündner Jagdgebieten über die angrenzenden Straßen der Nachbarkantone gefährdet, wähnte. In Bundesgerichtsentscheid BGE 125 2474 FF hatte das Bundesgericht einen regelmäßigen Medikamentenversand vom Kanton Solothurn, der einen solchen zuließ, in den Kanton Watt zu prüfen, dessen Recht den Versandhandel von Medikamenten grundsätzlich ausschloss.
Das Gericht rief in Erinnerung, dass gewerbepolizeiliche Vorschriften zwar an sich nur für das Gebiet jenes Kantons gelten, auf dem sie erlassen wurden, sie in diesem Rahmen jedoch auch an die Auswirkungen einer Tätigkeit auf dem eigenen Territorium anknüpfen dürften. Eine von einem anderen kantonalen Hoheitsgebiet ausgehende Gewerbeausübung könne immer dann erfasst werden, wenn sie das eigene Kantonsgebiet in irgendeiner erheblichen Weise berühre. Sei es, dass die Tätigkeit hier von sich gehe, sei es, dass sie mit Auswirkungen auf das Kantonsgebiet übergreife, hinsichtlich derer das Gewerbe der polizeilichen Regelung unterstellt werden könne. Das Auswirkungsprinzip wurde dabei nicht als Ausnahme, sondern als Ausfluss des Territorialitätsprinzips verstanden. Das Gericht erachtete aufgrund einer detaillierten Interessenabwägung die mit dem Verbot verbundene Beschränkung der Wirtschaftsfreiheit, der Solothurner Versandapotheke als unverhältnismäßig und der Schutz der Waadtländer Bevölkerung als durch die Bestimmungen des Herkunftskantons hinreichend gewährleistet. Es geht dann weiter mit dem 3.4. In BGE, also Bundesgerichtsentscheid, 124.473, 4 ist Band 4 wahrscheinlich, 73 FF, lehnte es das Bundesgericht in einem Fall unlauteren Wettbewerbs durch aggressive Werbe- und Verkaufsmethoden ab, die schweizerische Zuständigkeit für deren strafrechtliche Sanktionierung zu verneinen, obwohl nur ausländische Märkte betroffen waren. Die Beschwerdeführer hatten geltend gemacht, das UWG sei nicht anwendbar, dass die einzig Kunden im Ausland, in Klammer Deutschland, Polen, damalige Tschechoslowakei, Klammer zu, durch direkt adressierte Schreiben angesprochen hätten. Eine Bestrafung nach dem schweizerischen Recht führe dazu, den Anwendungsbereich des UWG auf das Gebiet unter anderem der Bundesrepublik Deutschland auszudehnen, wo ein Verhalten der inkriminierten Art gerade nicht strafbar erscheine. Das Bundesgericht hielt dem entgegen, dass nach Artikel 7 Strafgesetzbuch ein Verbrechen oder Vergehen als da verübt gelte, wo der Täter es ausführe, beziehungsweise wo der Erfolg eintrete. Von der Schweiz aus praktizierte Werbe- und Verkaufsmethoden fielen mithin deshalb auch dann unter Artikel 3 UWG, wenn sie sich ausschließlich an Kunden im Ausland richteten. Weder das UWG noch das Strafgesetzbuch noch das IRSG. Das ist internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen, IRSG. Enthielten eine Artikel 136 Absatz 1 IPRG entsprechende Bestimmung, wonach in Klammer zivilrechtliche Klammer zu Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb dem Recht des Staates unterstünden, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfalte, Auswirkungsprinzip, Klammer zu. Der Frage, wie weit das umstrittene Verhalten jeweils auch nach dem anwendbaren ausländischen Recht verpönt war, ging das Gericht nicht weiter nach. Es wies in diesem Zusammenhang lediglich darauf hin, dass unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden, welche das Ansehen der schweizerischen Wirtschaft in Verruf brächten, sich indirekt auch auf die Wettbewerbsstellung von seriösen Schweizer Unternehmen im Ausland nachteilig auswirkten und deshalb nach schweizerischem Recht sanktionierungswürdig erschienen. So, nachher geht es weiter mit dem vierten Punkt. Finanzmärkte, Opferhilfe vom Straßenverkehr, und das nehme ich dann wahrscheinlich auch zusammen mit dem. Oder nein, ich mache das einzeln, dann ist ein Video ein bisschen kürzer, das andere länger. Also, ich denke, das ist dann so in Ordnung.